Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal kein Bauvlog-Video, sondern wir machen heute ein Q&A. Und zwar haben wir nämlich ganz, ganz viele Fragen von euch Zuschauern gekriegt. Und da waren jetzt so viele Sachen dabei, die wir gerne beantworten wollen, dass wir uns dachten, da können wir ein komplettes Video daraus machen. Also lasst euch überraschen, worum es in diesem Video alles so geht. Ja, und wir haben auch noch eine kleine Ankündigung für euch am Und Ende des Videos. Und los geht's. Also, dann fangen wir doch gleich mal mit den Planungsfragen an. Also, ich habe sie auch nicht sortiert. Es kann also sein, dass sich ein bisschen was doppelt und wir das dann so ein bisschen, ne? Wann möchtet ihr den Innenhof neu gestalten? also meine Idee ist, dass wir das eigentlich nächstes Jahr ganz gerne schon, also ich würde das ganz gerne nächstes Jahr schon machen, sagen wir es mal so, weil ich ja da noch ein, zwei Bauprojekte vorhabe und dafür brauche ich ein bisschen Platz. Also wir werden schon so ein bisschen umräumen auf jeden Fall, aber jetzt die richtige Innenhofgestaltung und Umgestaltung, wir müssen ja dann auch den blauen Schuppen noch abreißen und so weiter, das werden wir definitiv nächstes Jahr nicht Nein, schaffen, nein, nein. weil das einfach zu viel ist. Was war das schönste Projekt dieses Jahr für euch? Also für mich der Hühnerstall. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass wir endlich diesen schönen Auslauf bauen können und den Hühnerstall fertig machen können. Ja. Ja, das war Für mich auch. wirklich auch so ein schönes Highlight. Da habe ich auch wirklich Ja. viel Energie auch reingesteckt und hat auch richtig Spaß gemacht. Ist auch, glaube ich, eigentlich das einzige große Projekt, was wir Ja, dieses Jahr gemacht haben, ne? genau. Ja, also für mich auch der Hühnerstall. Einfach auch, weil das Gebäude ja auch immer weiter abgesackt ist. Oder diese Ecke, ne? Die wurde Ja, ja die schon Ecke, immer ja. tiefer. Das heißt, es wurde auch wirklich an der Zeit, das zu sanieren. Und dass wir das in dem Zuge gleich alles komplett da in dem Bereich umgestaltet haben, finde ich total super. Genau. Ja, Punkt. Und schöner Platz für meine Solaranlage. Ja, das kommt auch noch mit dazu. Wenn ihr es schon verraten wollt, was plant ihr für nächstes Jahr? Also alles verraten wir definitiv nicht. Wir haben nämlich ein ganz großes Projekt auf jeden Fall vor, was wieder einen Rattenschwanz an Dingen nach sich zieht. Das wird euch wahrscheinlich auch schockieren, wenn wir das Ja, machen. also hat uns Aber auch schockiert, als wir da auf die Idee gekommen sind. ja, also die Idee zieht sich schon eine Weile jetzt hin. Ja. Ich bin ehrlich gesagt noch mit diesem Jahr beschäftigt im Kopf. Ja, genau. Wir haben ja noch ein, 2 Monate und Ja, also so ein bisschen was vor haben wir noch und Planung für nächstes Jahr machen wir eigentlich immer nach Weihnachten. genau. So die richtige Planung Zwischen dann. Weihnachten und Neujahr ist eigentlich bei uns immer so die Chill-out-Phase, also Ja. wo wir eigentlich auch nichts machen wollen, groß. Und da setzen wir uns dann eigentlich hin und machen den ganzen Kopfkram, In der der dann Zeit mache ich ja meistens geplant auch ist. das Rückblickvideo, wo man dann auch Genau. nochmal sehen kann, was haben wir gemacht im letzten Jahr sozusagen. Und da ja, entstehen dann eigentlich immer die Pläne fürs nächste Jahr. Genau. Genau. So. Was war euer bisher größter Pfusch vom Vorbesitzer, den ihr bisher noch nicht beseitigt habt? Der größte hier im Haus, der noch nicht beseitigt ist, ist vorne in dem Eingangsbereich, falls ihr euch daran erinnert. Wir können das ja auch noch mal kurz Ja, ich. einblenden. Also, und zwar, da war ja die alte Eingangstür und in dem Anbau war ja daneben noch dieses alte originale Fachwerk. Und da wurde einfach nur eine Platte vorgeschraubt und dann mit Mörtel und Steinen einfach nur reingeschüttet. Von Und das ist oben. von oben und das war wirklich so, als ich das aufgemacht habe, da habe ich ja so einen Schock gekriegt. Da dachte ich mir so, ey, was ist das denn bitte? Ja. Also da war wirklich die Frage, warum hält das Ding Das überhaupt? quasi Aber ziemliches Makro-Terrazzo. Einfach Makroterrazzo, Ziegelsteine reingeworfen, genau. random, Und und dann Mörtel. oben Masse raufgekippt. Ja, Ja, das genau. ist im Haus. Im Haus. Und in der Garage kommt auch noch mal später eine Frage, aber die ganzen Risse im Boden, also der Ja, ganze ja. Boden. Also da sieht man ja auch oder hat man ja auch gesehen bei in der, also am Anfang schon, dass die Wand hinten ja auch wieder auch wegkippt. Also die ganze Garage, wie alle anderen Gebäude hier auch im Oderbruch, das sackt halt einfach ab. Und der Fußboden da drinnen, der ist halt ziemlich gerissen. Man läuft auch nach hinten bergab. Und da werde ich wohl auch nicht drum rumkommen, den wirklich einmal dann komplett aufzunehmen, wenn wir dann die Garage komplett umbauen zu meiner Werkstatt. Aber ja, jetzt muss es erstmal so bleiben und wir gestalten alles, was außen rum ist, jetzt so fertig und dann kommt der Boden ganz zum Schluss rein. Ja, eigentlich ein bisschen kontraproduktiv erstmal. Aber wir müssen sowieso alles nochmal rausräumen, Ja. wenn ich meine Schmiede da reinbauen will. Also das Problem ist halt Nämlich. wirklich,
dass wir ja sehr viele Sachen in der Garage drin haben und wir haben einfach keinen Platz, um das alles unterzubringen. Das sind ja sehr viele technische Geräte, aber auch Baumaterial, das nicht nass werden darf. Da kam ja im letzten Video auch eine Frage, warum wir jetzt nur den kleinen Bereich dort vorne machen, wo die Werkbank ist. Das hat einfach den Grund, wir wissen nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Wir können ja jetzt bei dem Wetter nicht einfach alles ein paar Tage draußen hinstellen. Und hoffen, dass es nicht regnet. genau. Und deswegen machen wir das jetzt alles wirklich Stück für Stück. Ich werde so nach und nach die ganzen also die Wände auch alle komplett sanieren und dann zum Schluss halt den Fußboden, wenn es dann wirklich darum geht, dann eine richtige Schmiede reinzubauen. Ja, also vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst später. Ja, genau. Und deswegen machen wir da jetzt auch erstmal diese provisorische Werkbank und alles rein, damit wir so nach und nach die Sachen auch so besser sortiert kriegen und so weiter. Also wir wollen es jetzt aktuell noch für die Bauphase nutzen und wenn ja dann die grobe Bauphase hier durch ist, also wir die ganzen Decken im und Böden alles fertig haben, wo wir lange Sachen zuschneiden müssen. Wenn das dann durch ist, dann kann ich mir Gedanken darum machen, wie ich dann dort halt meine Schmiede reinbaue. Aber vorher bleibt es halt eine Reihe noch ins Werkstatt. Welches Projekt im Haus steht als nächstes auf eurem Plan? Als nächstes das Schlafzimmer, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. So, gibt es schon Pläne für unter der Treppe Flur und früherer Eingangsbereich zum Anbau? Kurz und knapp? Ja. Also wir haben euch ja von dem schockierenden Projekt nächstes Jahr erzählt. Das hängt hat damit zusammen. Alles damit zu tun. Ja, also es gibt Pläne. Genau. Die sind noch nicht ganz ausgereift, aber ja, lasst euch überraschen. Oh Gott. Das wird spaßig. Ja, für Uwe. Ja, für mich. Ich freue mich da schon drauf. Könnt ihr etwas tun bei eurem Nachbarn wegen Wildwuchs, Müll und so weiter? Und kennen wir die Besitzer? Also kennen tun wir sie nicht. Der Besitzer ist ab und zu mal da und schnippelt da ein bisschen rum. Und also wir haben uns schon mal unterhalten. Ja, aber wir haben auch die Freigabe, da quasi auch den Holunder zum Beispiel runterzuschneiden, wie wir wollen. Genau. Weil ja sehr viel rüberwächst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, uns stört es jetzt in dem Sinne jetzt nicht, dass es da drüben so verwildert ist. Klar, der Müll sieht jetzt natürlich nicht so toll aus und ist halt aber so. Also ich... Ja. Genau, also der Müll, der ist schon ein bisschen nervig, deswegen haben wir ja auch die Zäune so relativ gut zugemacht, dass wir das einfach nicht mehr die ganze Zeit sehen. Ja. Bei den Sträuchern bin ich eigentlich schon ganz froh, dass die auch da sind, weil das ist halt auch wirklich auch ein Windschutz letzten Endes. Dadurch, dass wir die ganzen Holunder und Brombeeren und alles halt auch beschneiden dürfen auf seiner Seite, also zu seiner Seite hin, haben wir da eigentlich auch nicht großes Problem, nur dass wir uns halt darum kümmern müssen. Alles, weil das wächst halt wirklich, der Holunder wächst so schnell, die Brombeeren, da kann man zugucken, da stellt man sich eine Stunde zum Holzhacken hin und dann plötzlich wieder eine Peitsche im Gesicht. Genau. Also so schnell wächst die und Brombeeren. Und dann noch nicht mal von mir. Genau. Ja, also vom Prinzip her sind wir da jetzt nicht. Also ich finde es jetzt halt an und für sich auch jetzt nicht so schlimm. Ich finde es ganz gut, dass der Nachbar da nicht so oft da ist, ehrlich gesagt. Genau. Denn ich brauche auch den Freiraum außenrum. Deswegen bin ich da jetzt nicht ganz so traurig drüber. Ja. So. habt ihr den Erlös vom Schrott schon zusammen? Nein. Die Hälfte liegt immer noch da. Ich habe den Hänger jetzt immer zwischendurch zum Mörtel holen genutzt. Und ja, ich habe das Zeug dann immer im Hänger liegen lassen. Und da liegen immer noch ein paar Säcke drin für das nächste kleine Projekt, was hier noch ansteht. Und weiß ich davon? Ah ja. Okay. Ja. Und es steht aber auf jeden Fall auf meiner Liste, dass es demnächst auch noch alles wegkommt, weil ich will dort auch da ist ja die Grube drunter, da will ich auch noch an die Grube ran. Und wäre auch ganz schön, wenn da wirklich langsam alles weg ist. Also diesen Winter schaffen wir es bestimmt. Ja, genau, bestimmt. Genau. Das ist das klassische Winterprojekt. Schon wieder. So, wie sieht euer Plan für 2025 aus und seid ihr schon am Vorbereiten? Jein. Also, wir haben ja vorher schon in die Richtung schon was gesagt. Also, wir haben so Ideen, davon haben wir ja immer viele. Also, wir haben schon so eine gewisse Prioritätenliste sozusagen, kommen soll. Aber letzten Endes ergibt sich auch vieles, je nachdem, also weil wir haben einige Projekte, die relativ geldintensiv sind. Und da müssen wir halt einfach auch schauen. Also wenn sich ein Projekt ergibt und wir dann sagen können, oh, okay, jetzt können wir uns das leisten, dann legen wir damit auch los.
Und manchmal ist es so, dass wir eben bestimmte Projekte eigentlich machen müssten, wie jetzt zum Beispiel hier die Decke oder auch das mit der Treppe und so weiter, wo aber einfach die Kosten ja schon ein Faktor sind. Genau. Und dann haben wir aber dann plötzlich eine Idee, wie jetzt zum Beispiel mit dem Hühnerstall. Gut, der war ja eingeplant, aber ja. Manchmal haben wir dann auch so Projektideen, wo wir richtig Bock drauf haben und wo wir dann auch wissen, wenn wir das jetzt machen, dann ziehen wir das auch durch, weil wir halt einfach gerade auch diesen Enthusiasmus und die Kraft dafür haben. Und dann macht es dann halt nicht so viel Sinn, immer nur die Sachen zu machen, die auf dem Plan sind und sich da so durchzuquälen, weil man eben für die Projekte, wo man richtig Bock drauf hat, dann halt einfach nur die Hälfte der Zeit braucht, weil sie halt gerade passen. Ja, genau. Und deswegen wirkt es vielleicht manchmal auch so ein bisschen hin und her gespringe aus. Aber es ist wirklich in manchen Fällen wirklich besser, das so zu machen, machen wir ja auch nicht immer so. Also ich meine, letztlich müssen wir ja am Ende doch alles machen. Aber ja, wir hatten es schon sehr oft, dass wir so Projekte hatten, die wo einfach ein bestimmter Arbeitsschritt, der jetzt als nächstes ansteht, wo wir uns nicht so richtig sicher sind, wie wir das machen sollen. Und dann bleibt das eine Weile liegen. Und manchmal ist es dann, oder oft ist es so, dass wir dann irgendwo in einem Video oder irgendwo, wo wir zu Besuch sind oder sowas, plötzlich sehen, ach guck mal, so haben die das gemacht. Das ist ganz einfach. Und dann machen wir das dann halt einfach nach sozusagen. Ja, ja. Und dann fällt dann eben dieses Puzzleteil. Und wenn man sich dann so durchquält, dann geht noch was kaputt dabei. Man schneidet zu viel ab. Ja, ja. Und so genervt arbeiten ist nicht so optimal. Und das funktioniert dann nicht so gut. Ja, also deswegen sind wir da schon. Und ja, wir wohnen ja hier drin, der Druck ist ja so ein bisschen auch raus. Habt ihr ja gemerkt, dieses Jahr. Genau. Ach ja, genau, dann kommt gleich schon das nächste. Wie sieht euer Bad jetzt aus und passt die alte Lampe? Die Lampe steht immer noch im Hausanschlussraum und das Waschbecken ist leider auch immer das noch nicht... Das kommt erst später. Aber ja, das Waschbecken... Das Waschbecken ist auch noch nicht angebaut. Also wir haben das Bad sieht grade, immer noch genauso aus. Gerade noch nicht weiter gemacht, weil Toilette, Dusche funktioniert... Das Waschbecken, wir müssen den Waschtisch halt noch wirklich höher setzen und das ist genau so ein Projekt, wo jetzt gerade, wo uns die Inspiration fehlt, wie wir das am sinnvollsten machen können, damit es halt auch wirklich endgültig ist. Also, und wir wollten da jetzt nicht einfach nur wieder irgendwas provisorisch reinzimmern, sondern es soll ja schon dann auch den Endzustand erreichen zum Schluss. Und deswegen ist jetzt das Waschbecken auch noch nicht angeschlossen, weil das dann halt ja auch wieder keinen Sinn macht, wenn das dann alles wieder umgebaut werden muss. Aber wir sehen es jeden Tag und jeden Tag überlege ich mir, wie könnte man das vielleicht machen. Also ich denke mal, so über den Winter werden wir vielleicht doch mal, wenn jetzt die Werkstatt in der Garage fertig ist, dann haben wir da ja halt auch wirklich den Raum, um da halt auch den Waschtisch zum Beispiel mal hinzubringen und das da zu machen. Genau. Gibt es nächstes Jahr wieder Küken? Wachteln werde ich wahrscheinlich nochmal ausbrüten. Hühner nicht. Genau. Also es kann natürlich passieren, dass eine Henne gluckt. Ja. Weiß ich jetzt, ja, das ist natürlich dann immer ganz praktisch, weil die Henne sich ja dann um alles kümmert. Wachteln werde ich auf jeden Fall nochmal ausbrüten, weil ich den Eindruck habe, dass die Wachteln, die ich jetzt habe, die sind ja von eBay Kleinanzeigen geholt und da habe ich so den Eindruck, als ob die nicht so, also als ob da schon zu viel Inzucht im Spiel ist. Und deswegen werde ich nochmal vom Züchter oder vom Wachtel, gut, ist auch Züchter, werde ich nochmal von woanders nochmal welche holen und da nochmal auch ein bisschen gucken, ob da die Tiere ein bisschen fitter sind. Nur als kleines Beispiel, uns sind zum Beispiel am Anfang wirklich einige Küken von einem Farbschlag, der eben so einen Inzuchtfaktor drin hat, so einen Letalfaktor, dass eben die Küken innerhalb der ersten paar Tage sterben. Und da hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Küken, die gestorben sind. Ganz plötzlich, ohne irgendwelche Anzeichen. Und nur von dieser einen Farbe. Und ich vermute, dass es daran liegt. Und Wachteln, die wir jetzt haben, ich habe den Eindruck, dass die nicht so fit sind vom Laufen her und so weiter, wie die Wachteln, die wir früher hatten. Ja, ja. Und ich dachte zuerst, das liegt vielleicht so ein bisschen an dieser groben Einstreu und habe ja deswegen auch die Hackschnitzel eigentlich fast komplett jetzt draußen. Aber es ist trotzdem, und ich habe die Vermutung, dass das einfach an den Eiern lag, sozusagen, an den Genen. Ja, weil wir haben ja den Vergleich zu unseren Wachteln früher und ich bin der Meinung, das ist das nicht richtig so. Was sind eure nächsten Projekte und wann baut ihr den Anbau aus? Ja, das steht auf jeden Fall für nächstes Jahr auf dem Plan. Also das ist schon ein Hauptthema, weil wenn der Anbau ist eigentlich so dann die höchste Priorität für die ganzen Projekte, die danach kommen, weil das ja dann im Prinzip der Haupteingang wird. Das erste Glied in der Kette sozusagen an Aufgaben.
Und ja, da sträubt es mich auch noch ein bisschen vor, weil das Dach muss ja auch noch komplett neu gemacht werden. Die Tür muss auf die andere Seite. Die Fenster vorne müssen. Es ist wirklich ein großes Projekt, obwohl es bloß ein kleiner Anbau ist. Aber da will ich dann auch wirklich meine Zeit haben und das setze ich aber auf ein Frühjahr an, nächstes Jahr, wenn dann halt kein Frost mehr ist. Nee. Ja, was? Warum nicht? Nee. Ja, es verschiebt sich dann doch etwas nach hinten. Wird dann erst Mitte des Jahres und dann hoffe ich mal, dass das ganze restliche Großprojekt auch dieses nächstes Jahr noch fertig wird. Okay. So. Wir werden sehen. Der Anbau ist ja auf jeden Fall sehr zeitintensiv und materialintensiv dementsprechend auch. Aber das ist natürlich auch optisch gesehen einen Riesenschritt vorwärts, wenn der Anbau dann schön lichtdurchflutet ist, wenn das vor allem alles dicht ist. Wir haben ja jetzt auch das Problem, dass der Dachanschluss da nicht ganz dicht ist. Also da kommt kein Wasser rein, aber Mäuse oder sowas können da halt übers Dach reinkommen. So und Und das Gute ist, wenn wir dann den Anbau fertig haben, dann muss ja auch gleich vorne die Fassade komplett gemacht werden. Das ist halt auch wieder wirklich ein Schwung, aber dann sieht das Haus von der Straße endlich schön aus. Von drinnen auch. Ja, von drinnen auch, genau. So, was schätzt ihr am Leben besonders und wann seid ihr glücklich? Also, ich schätze am Leben, dass wir, oder ich freue mich darüber, dass wir das Haus hier gefunden haben, dass wir zusammen sind. Ich krieg schon Pipi in den Augen. Ja, und also, dass unsere Kinder auch so gut selbstständig sind und jetzt ja wirklich auch auf eigenen Beinen stehen, so gut wie. Und ja, das ist auch was, was einen glücklich macht und was auch schön ist. Genau. Den habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich finde auch sehr schön, dass wir das alles zusammen machen können. Ja. Ja. Gut. Das wird es. Und Katzen. Katzen sind auch sehr glücklich machen. Katzen sind auch. Die liegen hier gerade in der Sonne vor uns. So. Was steht demnächst alles an? Haus und Garten. Also demnächst, wie gesagt, das Schlafzimmer. Und im Garten sind wir eigentlich nur dabei, gerade das alles so ein bisschen winterfest zu machen, ne? Ja. Da sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu machen. Wir haben jetzt das letzte Mal Rasen gemäht, hoffentlich dieses Jahr. Ja, hoffe ich auch. Oh. Und dann wird noch ein bisschen Winterschnitt dann kommen und ein bisschen rumrollen. Genau. Ja, also noch ein bisschen, noch ein bisschen räumen. Wir haben dann noch so ein paar Ecken, wo schon wieder die Brennnesseln komplett das Zeug überwuchern, was da eigentlich drunter ist. Na gut, aber die sterben ja jetzt ab. Ja, genau, sowas da. Also demnächst sehen wir dann wieder, was dort alles noch rum ist. Und das ist ja eigentlich immer so die schöne Zeit, finde ich, im Herbst und im Frühjahr, wenn man wenn die Vegetation noch nicht so hoch ist, da kann man halt auch wirklich mal richtig Ordnung schaffen und sieht dann plötzlich mal wieder, wie viel Platz eigentlich da ist. Oh ja, genau. Also alleine schon jetzt das Wegmachen der Totholzhecke und auch dieses Freiräumen unter dem Kirschbaum jetzt so ein bisschen, da merkt man immer erst, wie groß das Grundstück eigentlich ist. Ne? Ja. Jetzt kommt noch eine Wachtelfrage, die ist dann wohl für mich. Laufen bei den Wachteln noch Hähnchen mit? Wollt ihr künftig selber züchten, / vermehren für den Eigenbedarf? Wie verhält sich die Gruppe, wenn Hähne dabei sind und schlachtet ihr selber? Also, bei den Wachteln laufen noch Hähne mit. Ich kann momentan nicht ganz sagen, wie viele, weil wir ja, ich glaube, 20 Wachteln noch haben. Ja, ungefähr. 17? Ich weiß es gerade nicht genau, weil das sehr schwer ist, die zu zählen, weil die ganze Zeit hin und her wuseln. Ich würde sagen, 5-6 Hähne sind noch ungefähr mit drin, aber die krähen jetzt auch nicht mehr so viel, seitdem das so wenig jetzt sind. Ich habe, glaube ich, 8 rausgenommen oder 9. Also ja, Schlachten machen wir selber, beziehungsweise die Wachteln schlachte ich. Und ich muss schon sagen, also als so viele Hähne mit dabei waren, war die Gruppe auf jeden Fall sehr unruhig. Also die Hähne haben sich immer gegenseitig bestiegen und die haben dann natürlich so einen nackigen Hals. Also die sind gar nicht so sehr auf die Wachtelhennen gegangen, sondern wirklich sich gegenseitig sozusagen. Und jetzt gehen die natürlich vermehrt auf die Hennen drauf. Also ich merke schon, da müssen noch ein paar raus. Aber ich denke, 1-2 Hähne wären jetzt bei der Gruppe kein Problem, weil die ja so viel Platz haben. Ja. Also ich habe es noch nicht beobachten können, dass die jetzt miteinander richtig kämpfen, sondern das ist wirklich nur, dass die hinten draufsteigen und dann hinten festhalten. Also bei Hühnern, denke ich, ist es tatsächlich ein bisschen problematischer. Aber je weniger Platz da ist, desto mehr kämpfen die, glaube ich, auch miteinander. Ja. Genau.
Ich saß ja jetzt auch für Videos und so weiter auch schon ein paar Mal mit im Gehege und da konnte ich das nicht beobachten, dass die sich jetzt gegenseitig großartig, die können sich halt aus dem Weg gehen, sozusagen. Aber sobald ich das feststellen würde, dass da einer sehr aggressiv wäre, würde ich den dann aus der Gruppe nehmen. Also. Und dann ist das auch wieder ruhiger. Genau. Also ja, in Zukunft, jetzt züchten würde ich das jetzt dann auch nicht nennen, was wir dann machen, weil das ja auch so eine gemischte, bunte Truppe ist. Da ist ja nichts mit Rassezucht oder sonst irgendwie was. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so den Nerv für, weil man das ja dann auch alles teilen, also ein bisschen separieren muss alles. Ich würde wahrscheinlich eher Eier von außen immer mal zuholen, weil bei Wachteln auch der Inzuchtfaktor auch relativ schnell erreicht ist. Ich glaube, nach zweimal hast du dann schon Probleme und so. Also da, ja, mal sehen. Vielleicht einmal von außen und einmal selber sozusagen abwechselnd, dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Jo, könnt ihr mal euer Grundstück von oben zeigen? Ja. Ja, können wir. Kommt jetzt. Hier mal so rein. So. Zieht ihr noch vor dem Winter ins Schlafzimmer ein? Definiere Winter, ne? Ja, genau. Also, genau. Also eigentlich unser Plan ist, vor Weihnachten wollen wir auf jeden Fall das Schlafzimmer fertig haben. Das wäre schön. Da ist ja noch einiges zu tun. Und das ist jetzt auch so, jetzt geht die Zeit los, wo man draußen nicht mehr wirklich was machen will und deswegen. Genau. Die Werkstatt ist ja jetzt auch im Gange. Werkbank fertig und dann, also wenn die Wärme fertig ist, dann fange ich an, hier drinnen im Schlafzimmer die ganzen Holzarbeiten zu machen. Also ich hätte jetzt normalerweise schon angefangen, aber ich habe momentan mit der Arbeit so viel zu tun, dass ich da einfach auch gerade nicht so den Nerv habe. Man muss sich ja immer mental darauf einstellen, alles und. Tito. Ja, also wir mögen es auch lieber in der Arbeitsweise, also wir haben abends meistens einfach auch keinen Nerv auf Baustelle, also so wie Anne und Stefan das viel machen mit dem nach der Arbeit und so weiter, das kriegen wir irgendwie nicht hin und deswegen haben wir das ja auch oft, dass wir uns dann einen Arbeitstag frei machen und dann lieber am Wochenende dann halt noch ein bisschen mehr arbeiten oder sowas, beziehungsweise wir machen ja auch keinen Urlaub, also von daher ist das dann unser Baustellenurlaub. Genau. So, was plant ihr für weitere Nutzungen für das Werkstattgebäude, / Stall? Das scheint noch so viel Platz zu sein. Also Platz ist in dem Stall definitiv keiner. Das ist wirklich ein sehr wenig Raum, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich weiß auch und nicht, dadurch, dass in den Videos mehr als die Hälfte von der Grundfläche ist ja jetzt schon alleine Stall. Und dann der Rest ist halt die Garage und dann halt noch diese kleine Mini-Außenküche. Ja, also ich kann euch ja mal die Quadratmeterzahl hier mal einblenden, da haben wir jetzt noch nicht nachgeguckt. Genau. Und also die Planung ist halt ja wirklich, dass dort halt dann endgültig dann meine Werkstatt reinkommt und halt im Dachbodenbereich halt ein bisschen Lager. Ja. Aber das ist auch schon zu klein eigentlich. Genau, also deswegen, da ist noch ein bisschen außen noch was anderes geplant, damit es sich dann auch wirklich lohnt vom Platz her. Und ja. Was macht ihr mit dem Fußboden in der Werkstatt wegen der Risse? Da hatten wir vorhin schon gesagt, den machen wir auf jeden Fall neu. Einmal aber rausmachen, halt, gucken, was da drunter ist und wieder. Ich habe ja immer noch irgendwie den Gedanken, weil das klingt nämlich da an einigen Stellen hohl, vielleicht sind ja da ein paar Löcher drin, vielleicht finden wir doch noch einen Schatz. So. Also. Aber nee, da kommt bestimmt wieder bloß irgendeine Überraschung. Also, genau, eine Güllegrube. Eine alte Grube. Genau. Da lassen wir uns überraschen, wenn es dann soweit ist. Wie viel Grundstück habt ihr? Eins. Genau. 1000 Quadratmeter haben wir. Also knapp 1080. Ja, irgendwie so ein bisschen drüber. Genau. Ja. Erzählt ihr eventuell noch mal was zu den Räumen und wie ihr sie nutzen wollt? Also wir haben ja schon ein paar Rumtouren gemacht. Zwei, glaube ich, oder drei. Dieses Jahr haben wir noch keine gemacht, haben wir aber vor. Und da können wir das gerne dann auch noch mal im Detail beantworten. Genau. Das wäre jetzt, glaube ich, zu lang. Und dann kann man die Räume dann auch noch mal richtig sehen. Genau. Genau. Wofür sollen wir euch besonders die Daumen drücken? Dass wir gesund bleiben. Ja, Gesundheit und dass wir nicht durch irgendwelche Katastrophen, Naturkatastrophen dahingeschwemmt oder weggeweht werden. Das wäre ganz nett. Oder vom Blitz getroffen werden. Ja. Welche Ecken in eurem Haus mögt ihr am liebsten und wieso? Und was hat euch eventuell inspiriert? Das waren jetzt viele Fragen. Welche Ecken magst du am liebsten?
Also ich mag eigentlich am liebsten unsere Schreibtischecke oben aktuell. Mhm. Weil da gucken wir nämlich auch so schön auf den Kamin und man kann halt auch durchs Fenster hat man auch wirklich schöne Lichtverhältnisse. Und ja, das ist schon, also so ein offenes Büro ist schon ziemlich, ziemlich genial. Mhm. Und ansonsten hier unten der große Kamin, wenn man da, da haben wir ja gerade eigentlich unser Bett davor zu stehen. Das ist natürlich so ein Träumchen, wenn man halt so vorm Kamin einschlafen. Ach, das ist schon sehr angenehm immer. Ja, nur man kann das Licht nicht ausmachen. Ja, ne? Ja, das ist das einzige Nervige, da ist nämlich eine große Scheibe. Wenn da Feuer an ist, dann ist halt hell im Raum. Nee, genau. Also bei mir ist das so der Küchenbereich, finde ich schön. Also oben auch natürlich, da ist es immer schön hell, aber unten in der Küche so mit den Ästen oben drüber und der Couch und dem Fernseher. Also es ist auch alles noch nicht so, wie es mal werden soll sozusagen, aber ich finde den Raum irgendwie schön, weil man da auch die Vögel draußen beobachten kann und so. Das ist irgendwie auch schön gemütlich. Ja, genau, stimmt. Ja. Und die Ecke hier auch, mit der Sonne, die hier so reinkommt immer morgens und so. Genau. Genau. Was hat euch eventuell inspiriert? Also ganz groß die Häuser von allen meinen Familienmitgliedern eigentlich. Ich glaube, in jedem Haus war immer was uns sehr gefallen hat und wo wir immer gesagt haben, so das wollen wir auch mal oder so, ne? Gar nicht mal so sehr jetzt so Bilder von anderen Häusern, muss ich sagen. Also weil ich ja auch zum Beispiel in der Landlust werden ja auch oft Häuser vorgestellt und da sehe ich das auch. Aber ich finde, dass unser Stil, wie wir ihn gerne haben wollen, gar nicht so viel repräsentiert wird, weil das immer ganz viel bei diesen Fachwerkhäusern und so weiter immer ganz viel mit Holz und Weiß gearbeitet wird und dann vielleicht noch Braun. Und das ist für mich persönlich immer zu wenig Farbe und oft ist mir das auch ein bisschen zu clean, was für die Zeitschriften ja immer so ein wichtiger Punkt sozusagen ist. Aber ich mag immer gerne Häuser, die auch so aussehen, als ob da jemand drin lebt. Und ich mag einfach auch Farbe. Ohne Farbe ist das für mich alles ein bisschen zu wenig Input für meinen Kopf irgendwie. Ja, ich brauche es einfach ein bisschen bunter auch. Ja, ja, für mich, ich bin ja jahrelang über Mittelaltermärkte gefahren und da waren viele, war ich wirklich auf vielen Bauernhöfen und Gutshöfen und da konnte man halt als Akteur halt auch wirklich dann halt in den Räumlichkeiten halt, wenn man dann doch mal nicht draußen übernachtet hat, sondern halt irgendwo drin ein Zimmer hatte. Das fand ich immer wirklich genial. Also ich habe auch früher schon wirklich Bogen, alte Bogen, Schlösser, sowas, die gerade so die Baustile halt für mich, also sowas nehme ich immer auch gerne als Inspiration, gucke ich mir auch sehr gerne an, gerade weil halt die handwerklichen Fähigkeiten früher auch einfach genial waren und man da sich wirklich auch viel abgucken kann, wie man irgendwas gestaltet vom Innenausbau und das ist so. Also auch eher Orte, wo du warst und nicht, wo du nur ein Bild gesehen hast. Ja, genau. Also ich muss so eine Sache noch live sehen. Also ich kann mir es auf Bildern immer zwar vorstellen, aber wenn man es dann in real sieht, dann ist es halt eine ganz andere Atmosphäre. Und die Atmosphäre im Raum ist eigentlich immer ganz wichtig. Also nicht nur dieses Bild, sondern halt man muss da drin stehen und man muss wirklich merken, ob es uns passt oder nicht. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum das für uns auch besser ist, eben diesen Altbau so nach und nach, während wir drinnen wohnen, auszubauen, weil wir das auf dem Papier zwar hinmalen könnten, also wir können uns das schon räumlich vorstellen, aber es fühlt sich in echt nochmal ganz anders an und wir brauchen dieses Gefühl, was du auch sagst, wie es eben Sinn macht, da den Durchgang zu machen. Und deswegen ändert sich bei uns auch der Plan ständig, weil wir merken, ach guck mal, wenn wir das so machen, dann ist das ja so viel besser. Und deswegen ist es eben auch gut, dass wir jetzt einfach auch ein paar Jahre Zeit haben, um das alles ganz in Ruhe zu machen, sodass es sich am Ende für uns auch wirklich richtig stimmig anfühlt. Und ist es ja, man darf auch nicht vergessen, das ist unser erstes Haus. Wir haben vorher noch nie ein Haus bewohnt in dem Sinne oder uns darum jetzt kümmern müssen. Also ich habe zwar als Kind in Doppelhaushälften gewohnt, aber das ist ja was anderes als Kind halt so, ne? Und da weiß man eben einfach auch noch nicht, was brauchen wir jetzt eigentlich alles so oder wie wollen wir das haben. Man muss da erstmal so ein bisschen reinwachsen und das finde ich auch einen sehr schönen Prozess und deswegen zieht sich das auch so ein bisschen. Ja, finde ich aber witzig, dass du das auch brauchst mit dem das Erfühlen und Sehen und da drin stehen und nicht nur
Ja. Cooles Bild. Wie habt ihr euer Grundstück gefunden? Wie groß ist es? Wie alt ist das Haus? Genau. Ja, haben wir, glaube ich, schon ziemlich oft auch erzählt. Naja, aber ja, ein paar Mal. Aber also wir machen es nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben ein Video, wo wir den ganzen Werdegang einmal beschrieben haben. Das kann ich, also die ganzen Sachen mit den Grundrissen und so weiter, das kann ich auch alles nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Genau. Falls ihr da was haben wollt noch. Aber ganz kurze Antwort. Wir haben das Haus hier über eine Nachbarin von uns gefunden und ja, also die Größe halt, wir haben knapp 1000. Also sie wollte, hatte sich das ja angeguckt, genau. Für sie war das aber zu viel Arbeit, das auszubauen. Alleine zu machen, ja. Genau, also weil sie alleine war und dementsprechend hatte das dann nicht so ganz gepasst. Also ich glaube, da hatte sie auch schon recht. Hat sie dann uns halt angesprochen, weil wir auch auf der Suche waren und ja, dann hat sie den Kontakt vermittelt und dann haben wir halt Glück gehabt und haben es gekriegt. Ja, genau. Und das Witzige war, dass wir haben ja hier im Nachbarort gewohnt und sind hier auch immer spazieren gegangen, aber nicht bis hierher. Genau, also wir sind so 50 Meter immer vorher mehr abgebogen. Ja, ja. Genau, und aber haben, wir sind immer in die Ecke schon gespazieren gegangen, ja. Sozusagen. Richtig. Ja. Ja. Ja, genau. Wie viel Platz würdet ihr für 5 Hühner empfehlen? Keine Ahnung. Also ich habe mich, als wir den Hühnerstall gebaut haben, zwar mit diesen ganzen Quadratmeterzahlen und so weiter beschäftigt, aber ich weiß jetzt gerade auch noch nicht mal, wie viel das jetzt gerade ist. Ich würde für jeden, der sich Hühner anschaffen möchte, empfehlen, kauft euch ein richtig gutes Hühnerbuch. Ich kann euch unten eins verlinken. Da findet ihr in der Regel alle Informationen, die ihr braucht. Ich würde mich da persönlich auch nicht so unbedingt nur auf so Videoleute fokussieren, die dann da irgendwas ansagen. Es sei denn, das sind jetzt wirklich Hühnerkanäle, wie jetzt zum Beispiel der Robert Höck, sondern schaut wirklich in die Fachliteratur rein und guckt da. Oder es gibt auch zwar auch online viele Sachen, aber da ist auch jeder anders. Genau wie bei den anderen Haustieren wie Meerschweinchen oder sowas. Die einen sagen, 100 Quadratmeter ist perfekt für ein Meerschweinchen und manche sagen, naja, hier in dem kleinen Stall geht doch auch. Wir hatten ja vorher schon mal Hühner gehabt und die waren halt in einem kleinen umgebauten Bauwagen. Da waren 10 Hühner drin. Die waren dort aber wirklich nur zum Schlafen drin und draußen hatten sie einen 1000 Quadratmeter Obstgarten, wo sie halt komplett frei drin rumlaufen konnten, den ganzen Tag über. Und das war vollkommen ausreichend. Aber wenn man jetzt nur einen kleinen Auslauf hat, dann brauchen natürlich die Hühner einen viel größeren Stall. Aber wie gesagt, das ist halt, das kommt immer darauf an, was hat man für Begebenheiten. Ja. Und wir haben das jetzt für uns halt so uns rausgesucht, wie es bei uns passend ist. Dementsprechend ja auch den Auslauf gemacht. Und die Hühner können bei uns auch fast jeden Tag draußen im Garten frei rumlaufen. Da haben sie so viel Platz. Das ist halt wunderbar. Aber das kann man ja halt nicht berechnen, weil sie es ja nicht jeden Tag haben. Also es ist schwierig ist irgendwie. Sagen, weil jetzt zum Beispiel auch ein Auslauf, der größer ist, natürlich auch oder halt bewachsener ist, dann halt auch nicht so schnell leer gemacht werden kann von den Hühnern, während jetzt ein kleinerer Auslauf, der jetzt keine bestehende Vegetation hat, halt einfach schnell ratzekahl gemacht wird von den Hühnern. Da hat man dann bloß noch Sand. Die brauchen ja einfach auch Abwechslung und so weiter. Also das kann man, also finde ich persönlich, kann man jetzt so pauschal nicht sagen. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal generell was dazu sagen, weil wir ja oft sehr detaillierte Fragen kriegen, auch was Bauprojekte angeht. Ja, also gerade was Elektrizität und Dachstuhl und so weiter angeht, wir können da keine Bauberatung machen, weil wir ja nicht vom Fach sind. Also wie die Handwerker in unseren Kommentaren immer gerne sagen, wir sind ja auch nur Heimwerker und Heimwerker. Ich bezeichne mich halt auch also wirklich als Heimwerker. Wenn es um Schmieden geht, da kann ich kompetente Aussagen zu machen. So, wenn ihr was über Sticken lernen wollt, kann ich euch auch gerne helfen. Aber alles andere ist bei uns wirklich nur ein, wir zeigen euch so, wie wir es machen und wir erklären ganz bewusst bestimmte Sachen auch nicht, weil da gibt es halt einfach Leute, die können das viel besser, die sind auch vom Fach und die wissen dann auch wirklich richtig, wie man es macht. Also nehmt uns da bitte nicht krumm, wenn wir bei solchen Sachfragen, die jetzt essentiellerer Natur sind, dann einfach auch nicht unbedingt eine Antwort geben können oder wollen, weil ja, wir sind nicht ausgebildet dafür. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen mit euch, aber wir wollen schon vermeiden, dass diese Erfahrungsberichte, die halt bei uns funktionieren, dafür genutzt werden, um in einem komplett anderen Setting plötzlich was zu machen, was da nicht funktioniert vielleicht. Genau. Ja, Schatz, gibt ja noch eine Ankündigung. Ich glaube, das war's jetzt erstmal, ne? Von Fragen her? Mhm. Ja, genau. Ja.
Ja, genau. Es kam ja am Anfang eine Frage, was eigentlich so für nächstes Jahr als großes Projekt bei uns ansteht. So, und ja, also das größte Projekt, was auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres ansteht, ist, dass wir heiraten werden. Jetzt seid ihr vielleicht schockiert, ja, wie ihr seid noch gar nicht verheiratet. Genau, also ja. Wir sind ja jetzt seit 20 Jahren zusammen und wir nutzen das jetzt mal und das Jubiläum und dachten uns so, also die Probezeit ist jetzt durch und jetzt können wir den Schritt wagen und ja. Werden heiraten. Genau. Genau, ja, und da haben wir natürlich auch einiges zu planen, das ist dann im Frühjahr nächstes Jahr. Das heißt auch nicht mehr ganz so weit weg. Ja. Den Termin haben wir heute am Standesamt festgemacht. Mhm. Und ja, dann geht es jetzt mit den ganzen Vorbereitungen dann weiter. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen den Kopf voll dann die nächsten Monate. Also ja, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, wenn Uwe jetzt hier plötzlich den Anbau abreißen möchte im Frühling. Ja, ach, das, die ein, zwei Wochen habe ich Zeit. Das hast du schon bei der Fassade gesagt. Naja, sie steht, ne? Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass eure Fragen damit ausreichend beantwortet waren und wir niemanden vergessen haben. Ich habe, wie gesagt, hier so eine lange Liste. Ich hoffe, dass wir da jetzt nichts übersprungen haben. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mit Baucontent. Mit Baucontent auf jeden Fall. Es muss ja weitergehen. Genau. Und dann bis dann. Tschüss. Tschüss.